Herzlich willkommen zu unserem Messemagazin Genf 2011. In dieser Ausgabe mit folgenden Themen. Branche im Aufwind. Professor Bernd Gottschalk berichtet vom Genfer Autosalon. Neue Wege. Frank Rinderknecht spricht über die Zukunft des Automobils. Zu unserem ersten Thema. Der Genfer Autosalon gilt nicht nur als eine der wichtigsten Automobilmessen der Welt. Die Frühjahrsmesse auf neutralem Schweizer Boden gilt unter Top-Managern und Insidern der Branche als idealer Treffpunkt zum Netzwerken und entspannten Kontaktpflegen. Ob OEM-Vorstand oder Zuliefererchef, am Lac Léman scheinen sie alle tiefenentspannt und in diesem Jahr auch wieder bestens gelaunt zu sein. So wie mein Gesprächsgast, Professor Dr. Bernd Gottschalk. Auf dem Salon traf ich den langjährigen Daimler-Vorstand und ehemaligen VDA-Präsidenten und fragte ihn nach seinen Eindrücken. Hier das spannende Interview. Also normalerweise ist der Genfer Salon ja ein Salon, der den Frühling einläutet. In diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man den Eindruck, dass der Frühling für ein neues automobiles Zeitalter ist, denn hier wird enorm viel sichtbar. Diese Industrie ist ja in einem Wandel begriffen, der fast nicht zu greifen ist, und das wird sichtbar. Es wird sichtbar am Design, es wird sichtbar sicherlich auch an neuen Produkten, aber das alleine ist nicht im Mittelpunkt stehend, sondern es sind Tendenzen, die hier erkennbar sind. Und die lassen einen ziemlich zuversichtlich für die Zukunft sein, mal ganz zu schweigen von der guten Konjunktur. Wenn man mit Ihnen hier durch die Messegänge geht, dann muss man alle 20 Meter anhalten, mal mindestens, weil Sie sehr viele Bekannte in der Branche hier treffen. Welche Botschaften empfangen Sie? Wie ist die Stimmung bei den Unternehmern, bei den CEOs? Also es ist schon so, dass in einem konjunkturellen Aufschwung von einer Dimension, wie wir ihn lange nicht gehabt haben, sehr viel Positives ausgeht. Aber ich finde, das, was der VW-Chef mit der Bodenständigkeit gesagt hat, ist allenthalben erkennbar. Das heißt, da wird jetzt keiner ausrasten vor übermäßiger Freude, sondern alle sind bestrebt, auf dem Teppich zu bleiben, denn viel Arbeit ist noch zu machen. Und ich finde, die Arbeit wird jetzt aber auch sichtbar, und deswegen sind die Menschen eigentlich zufrieden, weil dahinter auch eine gute Entwicklung der Industrie steckt. Aber sie sind auch gespannt, weil sie alle wissen, sie sind dabei, die Zukunft neu zu gestalten. Eine Besonderheit findet derzeit in den deutschen Medien statt. Dort fernab des Genfer Sees wird die Automobilindustrie in diesen Tagen gescholten. Was noch vor 2 Jahren als Kritik in Richtung Automobilindustrie genannt wurde, dass sie mit der Elektromobilität zu langsam sind, geht jetzt in die andere Richtung. Wie beurteilen Sie diese Diskrepanz zwischen dem, was in der Branche passiert, und dem, was die Medien darüber berichten? Also dies ist ein sehr wohltuender Salon. Er macht deutlich, dass man jetzt vernünftig und realistisch und ruhiger mit dieser Sache umgeht. Da wird nicht mehr die ganz große Hype entwickelt. Da wird nicht mehr gesagt, bis zum Jahr 2030 sind 50 oder 60% der Fahrzeuge im Absatz Elektromobilität. Nein, jeder sieht, das Thema ist aufgenommen worden. Jeder sieht auch die Begrenzung, die Limitations. Jeder sieht auch, dass man gleichzeitig Enormes entwickelt in der CO2-Reduzierung bei Benzin- und Dieselfahrzeugen. Also das Ganze wird nur noch gewürzt mit Freude am Automobil, die wieder deutlich wird. Und was kann man sich eigentlich mehr wünschen? Und ich glaube, dass die Reaktion der Kunden auch nicht auf sich warten lässt. Das sieht man, dass heute viele Fahrzeuge bereits mit einem halben Jahr Lieferzeit in den Büchern stehen. Es ist schon fast gute Tradition, dass wir uns hier in Genf treffen und über die Highlights sprechen. Was ist in diesem Jahr das persönliche Highlight von Bernd Gottschalk? Naja, es ist diesmal vielleicht nicht eine einzelne Marke oder ein einzelnes Produkt. Es ist die Tatsache beispielsweise, dass die Industrie auch die Gewichtseinsparung, das Umgehen mit neuen Materialien entdeckt hat. Und SGL Carbon war ein großes Thema hier. Die neuen Materialien werden Verwendung finden. Die Fahrzeuge werden dadurch leichter, sie werden CO2-freundlicher, aber sie werden gleichzeitig auch ihre Sicherheit behalten. Und das ist auch eine gute Botschaft. Insofern ist es diesmal der Leichtbau. Dankeschön. Vielen Dank.
Bereits Wochen vor der Messe machte ein kleines Schweizer Unternehmen in den Medien von sich reden. So wie in jedem Jahr hatte der Visionär Frank Rinderknecht sich ein Automobilkonzept ausgedacht, das mehr ist als nur Technologie. Bei Rinspeed sind es immer die Geschichten dahinter und das Lebensgefühl, das sowohl die Medien als auch die Leser und Zuschauer in aller Welt begeistert. Wie man das macht und wie sich die Automobilwelt verändern wird, darüber sprach ich in Genf mit Frank Rinderknecht. Der Genfer Automobilsalon, man hat den Eindruck, nicht nur Ihre Lieblingsspielwiese, sondern auch in diesem Jahr am besten vorbereitet von Ihnen. Denn Sie haben schon Wochen vor der Messe angefangen, in der Öffentlichkeit zu trommeln. Mit Erfolg, wie man an dem Bambu sieht. Ach, wir versuchen vor jeder Messe zu trommeln. Genf ist natürlich unser Heimspiel. Der Bambu macht mir speziell viel Spaß, weil das ist Lifestyle, das ist Lebensfreude Süden. Und da freue ich mich heute schon drauf, mit einem Bambu in Saint-Tropez im Sommer an den Strand fahren zu können. Ich vermute, Sie freuen sich aber nicht nur auf dieses Szenario, sondern auch auf die Industrialisierung. Denn Frank Rinderknecht spricht seit neuestem auch über den nächsten Schritt nach dem Design des Autos. Das heißt also Industrialisierung jetzt mit einem großen Partner zusammen. Schon mit dem UC sind wir diesen Schritt gegangen, ein sehr neues Auto zu bringen. Der UC soll, wenn die Verträge das halten, was sie aufzeigen, auch dieses Jahr noch in Kleinproduktion gehen. Beim Bambu haben wir dieselbe Strategie. Ein Auto, was man heute jetzt bauen könnte und ich glaube auch verkaufen könnte. Man sieht das immer schön bei Ihren Autos auf der Seite. Da haben Sie die Partnerlogi angebracht, der Unternehmen, die in dem Projekt mitgearbeitet haben. Ich habe den Eindruck, es sind wieder mehr geworden. Kann das sein? Es ist nicht nur mehr geworden, sondern ich glaube, es ist auch besser geworden. Wir haben sehr namhafte Firmen wie Henkel und andere für unsere Projekte gewinnen können. Und das ist auch wichtig für uns, weil alleine können wir diese Projekte weder finanziell noch technologisch natürlich stemmen. Etwas fällt hier auf dem Genfer Automobilsalon auf. Das Thema der Elektromobilität scheint in der Branche, in der Realität angekommen zu sein. Viele große OEMs nehmen sich dieses Themas an. Heißt das für kleinere Anbieter, dass sich da eine Lücke wieder schließt, dass da eine Marktchance vielleicht nicht mehr zu kriegen ist? Ich persönlich denke, dass die Zukunft die großen Hersteller sein werden. Oder wenn, dann Nische. Als kleiner im selben Angebotsfeld wie ein großer wird man es sehr, sehr schwer haben. Aber das wird die Zukunft weisen, ob meine Vision zur Wahrheit wird oder eben auch nicht. Und das war unser Messemagazin für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zu unserer nächsten Ausgabe. Tschüss.